Die Kühlbrandbrücke im Hamburger Freihafen gilt als ein Musterbeispiel fortschrittlicher deutscher Ingenieurskunst. Anfang der 70er Jahre wurde sie dem Verkehr übergeben. Heute zählt sie zu den meistbefahrenen Brücken der Bundesrepublik. Fast genauso lange ist es her, nämlich 15 Jahre, dass die bayerischen Motorenwerke die sogenannte Fünferreihe herausbrachten. Fast 1,5 Millionen wurden davon in diesem Zeitraum verkauft. Jetzt hat BMW dieses Modell erstmals innen und außen grundlegend erneuert. Der neue Fünfer trifft in der gehobenen Mittelklasse auf gut etablierte Konkurrenten. Vor allem aus dem Hause Daimler-Benz, das mit der mittleren Baureihe W124 diesen Markt beherrscht. Aber auch ausländische Wettbewerber tummeln sich in diesem lukrativen Marktsegment. Wir vergleichen den BMW 520i mit dem meistverkauften Mercedes, dem 230e. Und dem schwedischen Saab 9000i, der sich in Preis und Prestige als Importalternative anbietet. Hier ein Preisvergleich der Konkurrenten. Alle Modelle besitzen ein Fünfganggetriebe mit einem geregelten Katalysator. BMW und Mercedes sind als viertürige Limousinen mit Stufenheck-Kofferraum konzipiert. Als einziger bietet der Saab eine große Heckklappe, die auch das Laden sperriger Gepäckstücke erlaubt. Die in ihren Grundzügen ähnlich gestylten Karosserien von BMW und Mercedes haben auch denselben günstigen Luftwiderstand. Der etwas kürzere Saab schneidet hier mit seinem Schrägheck deutlich schlechter ab. Ein Vergleich der CW-Werte zeigt dies. Der BMW glänzt im Innenraum mit der besten Funktionalität. Die Sitze sind straff, aber bequem. Alle Hebel befinden sich am richtigen Platz und lassen sich gut bedienen. Die Gurthöhe vorn stellt sich automatisch mit dem Sitz ein und die außenliegenden Gurtschlösser hinten sind ein echter Bedienungsfortschritt. Als Wermutstropfen erweist sich die komplizierte und schlecht zugängliche Sitzverstellung. Der Mercedes entspricht im Raumangebot weitgehend dem BMW, mit geringfügigen Abstrichen hinten. Aber seine Sitze sind schlechter und seine Innenausstattung ist zwar funktionell, erscheint aber äußerst nüchtern. Der Saab wirkt wegen seines vorspringenden Armaturenbretts vorne enger. Das erweist sich beim Einsteigen als hinderlich. Instrumente und Bedienungselemente sind auch hier funktionell angeordnet. Außerdem bietet der Saab die meisten Ablagemöglichkeiten. Seine Sitze sind vorne und hinten sehr bequem. Dazu kommt der größte Rücksitzraum im Vergleich mit den Konkurrenten. Seine Rücksitze lassen sich außerdem ganz oder im Verhältnis 40:60 vorklappen. Durch diese Variabilität offeriert der Saab das größte Ladevolumen.
Den kleinsten Kofferraum hat der BMW. Bei ihm ist von Juli an eine Durchlademöglichkeit gegen Aufpreis erhältlich. Sehr gut nutzbar ist der hohe Kofferraum des Mercedes. Praktisch die seitlichen Staumulden. Nachteil, Durchlademöglichkeiten sind nicht vorgesehen. Und so sieht der Vergleich der Ladevolumen in Liter nach VDA-Norm aus. Mercedes 560 Liter, Saab 470 Liter, umgeklappt 1312 Liter, BMW 460 Liter. In der Zuladung liegen alle Testwagen deutlich über 400 Kilogramm. Das ist nicht allzu üppig, reicht aber für eine vierköpfige Familie mit Urlaubsgepäck. Die Zuladung. BMW 442, Saab 442, Mercedes 421 Kilogramm. Im Innenraumangebot gibt es also keine großen Unterschiede. Und auch die Kofferräume sind bei allen ausreichend groß. Wer allerdings eine Durchlade- oder Variationsmöglichkeit braucht, muss den Mercedes aus seinen Überlegungen streichen, bei BMW zusätzliches Geld investieren. Allein der Saab mit seiner großen Heckklappe bietet die Möglichkeit, ihn wie ein Kombi zu beladen und zu nutzen. Bei so teuren Autos sind die Ansprüche an den Antrieb hoch. Er soll leistungsfähig, leise und dennoch sparsam sein. Die drei Konkurrenten bemühen verschiedene Konzepte, um dieses Ziel zu erreichen. Bei BMW treibt ein kleiner Sechszylindermotor die Hinterräder an. Bei Mercedes besorgt dies ein großvolumiger Vierzylinder. Der Saab hat als einziger Frontantrieb und einen quer eingebauten Vierzylinder mit 16 Ventilen. Die wichtigsten Motorwerte lauten BMW 2,0 Liter, 129 PS, Mercedes 2,3 Liter, 132 PS, Saab 2,0 Liter, 125 PS. Ähnlich gering wie in der Motorleistung liegen die drei Testwagen in der Beschleunigung auseinander. Am besten sprintet der Saab aus dem Stand, der im Übrigen auch der leichteste ist. Hier die Messwerte von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Saab 11,2, Mercedes 11,5, BMW 11,6 Sekunden. Auch in der Elastizitätsprüfung, also der Beschleunigung von 80 auf 120 Kilometer pro Stunde im fünften Gang, liegt der Saab knapp vorne. Der Mercedes fällt hier wegen seiner viel zu langen Getriebeübersetzung in der Rangfolge zurück. Die Werte: Saab 20,4, BMW 22,6, Mercedes 26,7 Sekunden. Aus dem erwähnten Grund erreicht der Mercedes seine beachtliche Höchstgeschwindigkeit von 208 Kilometern pro Stunde nur im vierten Gang. Dicht auf folgt der BMW mit 205 Kilometern pro Stunde. Der Saab bleibt wegen seines größeren Luftwiderstands mit 188 Kilometern pro Stunde weit abgeschlagen. Im Verbrauch liegen die beiden Vierzylindermodelle, der Mercedes und der Saab, mit 11,5 Liter auf 100 Kilometer gleichgünstig. Der hochtourige Sechszylinder des BMW braucht da im Durchschnitt gut 10% mehr, allerdings mit preiswertem bleifreiem Normalbenzin. Auch in der Reichweite bringt der Mehrverbrauch dem BMW im Vergleich zu seinen Konkurrenten keinen ernsthaften Nachteil. Er hat als einziger einen zeitgemäß großen 80-Liter-Tank und fährt so am weitesten mit einer Tankfüllung. Aber auch Mercedes und Saab fahren wegen ihres günstigen Verbrauchs mit weniger Kraftstoff annähernd die gleiche Strecke wie BMW. Am besten gefällt mir die Motorgetriebe-Kombination des BMW. Sein Sechszylinder läuft leise und vibrationsfrei, braucht aber Drehzahl und muss häufig geschaltet werden. Das fällt nicht weiter schwer, denn bei ihm lassen sich die Gänge wie Butter einlegen. Erstaunlich leise auch der Vierzylinder des Mercedes. Leider verliert er seine an sich gute Durchzugskraft durch die viel zu lange Getriebeübersetzung. Enttäuscht hat mich der Vierventilmotor des Saab. Er ermöglicht zwar passable Fahrleistungen, lässt aber in der Laufkultur sehr zu wünschen übrig.
An den Fahrkomfort werden in dieser Klasse hohe Anforderungen gestellt. Das Geräuschniveau muss niedrig sein. Die Federung soll Unebenheiten weitgehend von den Insassen fernhalten. Dennoch darf das Fahrwerk nicht auf Kosten der Fahrsicherheit wie ein weicher Pudding wirken. Auch in der Federung entspricht der Saab nicht den hohen Ansprüchen dieser Klasse. Er hat zu wenig Federweg, der sich vor allem beladen bemerkbar macht und ist insgesamt ziemlich straff ausgelegt. Deutlich besser wird der Mercedes mit Bodenwellen und anderen Unebenheiten fertig. Störend sind hier die etwas zu starken Karosseriebewegungen und Abrollgeräusche. Am besten meistert der neue 5er BMW Straßenunebenheiten aller Art. Er rollt auch sehr leise ab und hat den besten Langsamfahrkomfort. Dass guter Federungskomfort nicht auf Kosten der Fahrsicherheit gehen muss, dafür ist der BMW ebenfalls ein gutes Beispiel. Denn auch in den Fahreigenschaften lässt der BMW keine Schwächen erkennen. Sein Geradeauslauf ist vorbildlich, die Seitenwindabweichung gering, das Kurvenverhalten problemlos und die Handlichkeit hervorragend. Der Mercedes kommt da trotz seiner ausgetüftelten Raumlenker-Hinterachse nicht ganz an die Fahrwerksqualitäten des BMW heran. Er wirkt in Kurven schwerfällig und lässt den Seitenwind etwas deutlicher spüren. Der frontgetriebene Saab hat die geringste Seitenwindabweichung. Sein Fahrwerk läuft aber Längsrillen nach und in Kurven schiebt er, besonders bei Nässe, über die Vorderräder. Weiterer Nachteil, bei scharfer Fahrweise neigt das kurveninnere Vorderrad zum Durchdrehen. Trotz dieser Unterschiede, die Fahrsicherheit ist bei allen drei Testwagen überdurchschnittlich hoch. Der neue 5er BMW überzeugt durch seine überragende Handlichkeit und sehr ausgewogene Fahreigenschaften. Der ebenfalls sehr fahrsichere Mercedes 230e wirkt da deutlich schwerfälliger, obwohl er fast 100 Kilo weniger wiegt als der BMW. Auch der Saab kommt in der Handlichkeit nicht ganz an den BMW heran. Bei ihm stören frontantriebstypische Lenkungseinflüsse und gelegentlich durchdrehende Räder in Kurven. Dass selbst Autos dieser Preisklasse noch Ausstattungswünsche offen lassen, wie beispielsweise ABS oder elektrische Fensterheber, gehört zur üblichen Preispolitik vieler Hersteller. Immerhin hat der neue 5er BMW Wärmeschutzglas und diese praktische Zentralverriegelung bereits serienmäßig. Der Saab bietet zusätzlich noch den Komfort einer elektrischen Sitzheizung. Dass ausgerechnet beim teuersten Auto in diesem Vergleich, dem Mercedes 230e, diese Dinge noch gesondert berechnet werden, ist eigentlich nicht einzusehen. Ebenso wenig die Tatsache, dass Daimler-Benz für das heute selbstverständliche Fünfganggetriebe einen saftigen Aufpreis von 838 Mark verlangt. Dennoch sind die für BMW und Mercedes investierten Summen gut angelegtes Geld. Die Modelle sind gefragt und das Qualitätsimage der beiden Marken steht außer Frage. Die Folge ist ein relativ geringer jährlicher Wertverlust, der sich dann auch in einem günstigen Wiederverkaufspreis niederschlägt. Außenseiter wie der Saab haben es da schwerer. Sein Wertverlust ist deutlich höher. Als Gebrauchtwagen sind die Absatzchancen nicht ganz so günstig. Im monatlichen Unterhalt, der sich aufgrund der Fest- und Betriebskosten ergibt, liegen die drei getesteten Konkurrenten BMW, Mercedes und Saab annähernd auf gleicher Höhe. Wer mit dem Saab allerdings die Werkstatt aufsucht, muss wegen der geringeren Anzahl von Werkstätten hierzulande in der Regel weiter fahren und länger suchen als bei den heimischen Marken BMW und Mercedes, die über ein ungleich größeres Servicenetz verfügen können. BMW ist mit dem neuen 5er ein wirklich guter Wurf gelungen. Er hat ein großzügiges Raumangebot, gute Fahreigenschaften und einen sehr guten Federungskomfort. Und selbst in der Basismotorisierung mit 129 PS bietet er völlig ausreichende Fahrleistung. Der Saab 9000i kann da nur im Raumangebot und in der Ausstattung mithalten. Seine harte Federung und sein sehr lauter Motor entsprechen nicht den Ansprüchen in dieser Klasse. Aber auch der bisherige Klassenprimus, der Mercedes 230e, muss sich vom BMW geschlagen geben. Er entspricht zwar in seinen Fahrwerks-, Motor- und Karosseriequalitäten in etwa dem BMW, enttäuscht aber mit einer sehr mageren Ausstattung und einem im Verhältnis zum BMW viel zu hohen Preis.
Aber um Missverständnissen vorzubeugen, dies ist keine Aufforderung an BMW, die Preise zu erhöhen.